So, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei der A&M. Und heute geht es um das Thema Kundengewinnung, ja, und im Speziellen um das Thema, meine Kunden sind nicht im Internet, beziehungsweise meine Kunden sind nicht auf Social Media. Ja, vielleicht hast du dich schon mal mit dem Thema auseinandergesetzt, neue Kunden zu gewinnen, einfach weil du deinen Betrieb voranbringen willst und weil du eben mehr Umsatz machen willst. Und bist dabei mit Sicherheit auch schon mal auf das Thema Social Media und Werbung im Internet gestoßen. Und was ich halt viel in persönlichen Gesprächen mit Unternehmern und Inhabern von Fachfirmen rund ums Haus halt höre, ist das Thema, meine Kunden sind nicht auf Social Media, ja? Oder meine Kunden sind nicht im Internet, das sind die falschen Leute. Und du hast damit auch recht, weil du beziehst dich ja jetzt auf die Kunden, die du bereits hast, ja? Und deine Kunden hast du wahrscheinlich über einen anderen Weg bezogen und nicht eben hauptsächlich über das Internet. Das heißt, mit dieser Aussage hast du grundsätzlich auch schon mal recht, weil die Kunden, also deine Kunden hast du eben auch bisher nicht übers Internet bekommen. Aber woher kommt eigentlich diese Idee, woher kommt eigentlich dieser Glaubenssatz letztendlich, dass meine Kunden nicht im Internet sind? Weil ich werde dir gleich am Ende verraten, dass es eben doch möglich ist, Kunden übers Internet zu gewinnen. Und worauf es dabei ankommt, werde ich dir gleich erklären. Aber ich möchte erstmal kurz darauf eingehen, wie kommt es eigentlich dazu, dass dieser Eindruck entsteht, dass du das nicht hinbekommen kannst. Erstens ist es so, du verkaufst wahrscheinlich eine Dienstleistung oder Produkte, die auch im höherwertigen Bereich anzusiedeln sind. Das heißt, vielleicht verkaufst du Produkte, die so ab 10, 20, 30, 40.000 Euro aufwärts kosten. Ja, ob das jetzt Küchen sind, Terrassenüberdachungen, Wintergärten, Solaranlagen und so weiter. Und da ist es natürlich wichtig, dass du eben zahlungskräftiges Publikum hast. Und viele glauben eben, dass sie eben über die sozialen Medien, ja, oder über das Internet wie eBay Kleinanzeigen und so weiter natürlich diese Anfragen nicht bekommen. Ja, das ist im Prinzip auch gar nicht so falsch, weil man kann da sehr viel falsch machen, ja, wenn man eben im Internet versucht, diese Kunden zu gewinnen. Aber woher kommt dieser Eindruck eigentlich? Naja, Punkt Nummer eins ist, dieser Eindruck entsteht, weil du natürlich vielleicht mal gesehen hast auf Social Media, im Internet, die Leute posten da irgendwie ihr Essen oder ihren Urlaub oder wo sie jetzt gerade sind und was sie machen. Und da entsteht natürlich nicht gerade der Eindruck, dass dort eben hochwertige, zahlungskräftige Leute unterwegs sind. Ne? Das Problem ist natürlich auch, du siehst natürlich auch nur die Leute, die du selber in deinem Freundeskreis oder in deinem Umfeld sozusagen hast. Ja, das heißt, wenn das eben nicht dein Kundenklientel ist, ja, was du dort, sag ich mal, abonniert hast oder was du dort als Freund oder Freundin sozusagen hinzugefügt hast, dann siehst du natürlich nur einen gefilterten Eindruck. Ja, das heißt, du siehst natürlich gar nicht die ganzen Leute, die du selber noch gar nicht kennst und die auch auf dieser Plattform sind. Ja, also du schließt sozusagen von deinem Freundeskreis dann quasi auf andere. Ja? Und Punkt Nummer drei ist, du hast vielleicht schon mal ausprobiert, darüber Kundenanfragen zu gewinnen. Du hast vielleicht mal eine Facebook-Seite erstellt oder irgendwie ein Instagram-Konto gemacht oder irgendwas irgendwo gepostet auf irgendeiner Seite oder einen Inserat gemacht auf Kleinanzeigen oder wie auch immer. Und das hat dann eben nicht funktioniert, weil entweder hat sich da gar keiner gemeldet. Ja, du hast vielleicht ein, zwei Likes bekommen von irgendwelchen Freunden und Bekannten und das war's. Aber so richtig bei Rumbe gekommen ist da nichts. Ne? Du hast einen Post gemacht und vielleicht das Ganze auch mal beworben, irgendwie mit ein paar Euro, vielleicht 5 oder 10 Euro den Beitrag beworben und dann ist da natürlich nichts bei rumgekommen. Ja? Und jetzt hat sich für dich halt der Eindruck gefestigt, dass man über diese Plattform keine Kunden gewinnen kann. Und das ist sozusagen der Grund dafür. Und Fakt ist aber, es funktioniert. Ja, es funktioniert tagtäglich. Ja, wir sind die führende Marketingagentur für Fachfirmen rund ums Haus. Ja, wir haben über 500 Partner, bei denen wir es eben jeden Tag schaffen, hochwertige Kundenanfragen zu bekommen. Und das sind nicht Kundenanfragen, die irgendwie für 3.000, 4.000, 5.000 Euro etwas kaufen bei unseren Partnern, sondern eben 20.000, 30.000. Ja, gestern hatte ich die Meldung von einem Kunden, dass jemand für 75.000 Euro eine Küche gekauft hat und diese Anfrage kam über Facebook. Ja, man glaubt es kaum, aber es ist möglich, auch über diese Plattform Anfragen zu gewinnen. Und der Grund ist einfach dafür, dass es bisher zum Beispiel bei dir nicht funktioniert hat oder du auch vielleicht von anderen Unternehmern gehört hast, dass es für sie nicht funktioniert, ist einfach, dass das dort einfach falsch gemacht wurde oder nicht richtig gemacht wurde. Ja? Was man halt verstehen muss, ist halt, dass auf diesen Plattformen eben auch Leute sind, die ein sehr hohes Einkommen haben und die zum Beispiel sehr, sehr gute Berufe zum Beispiel haben. Ja? Zum Beispiel diese Meldung, die ich jetzt eben hatte für über 75.000 Euro, das war zum Beispiel ein Architekt,
der eine Küche für 75.000 Euro gekauft hat. Ja? Außerdem Unternehmer natürlich, Führungskräfte, Piloten, Ärzte und so weiter. Diese ganzen Leute sind natürlich auch auf der Plattform und die gehören natürlich auch zu einem sehr hochwertigen Kundenklientel, was man für sich ansprechen kann. Und wenn du es vorher so gemacht hast, dass du einfach nur deine Postings auf dieser Plattform vielleicht gemacht hast und dann gehofft hast, dass sich jemand meldet, das funktioniert leider nicht, weil du musst dir ja vorstellen, du kannst den Post ja immer nur an die Leute ausstrahlen, sozusagen, die dich schon kennen, die deine Seite schon kennen. Ja? Und selbst wenn du mal 5 oder 10 Euro Budget dahinter steckst und mal dort Werbeausgaben sozusagen tätigst, dann führt das immer noch nicht dazu, dass du eine Kundenanfrage gewinnst, weil da steckt noch viel mehr dahinter, wie du eben das Bedürfnis richtig wächst bei dem Interessenten und auch wie du nach außen hin dargestellt werden musst und auch wie dieser Weg aussehen muss, über das Internet eben diese Anfrage, diese Kontaktanfrage zu generieren. Da steckt noch viel mehr dahinter, dass man auch eben diese zahlungskräftigen Leute dazu motiviert, sich bei dir zu melden. Ne? Und da kommen letztendlich wir ins Spiel. Ja, wir haben, wie gesagt, über 500 Partner in dem Bereich und machen das Ganze ja mittlerweile im gesamten Bereich Fachfirmen rund ums Haus. Und wenn du eben Interesse hast, da mehr zu wachsen, ja, weil du sagst, ich stehe irgendwie auf der Stelle, ich will wachsen, aber es geht nicht so richtig voran, oder wenn du sagst, ich will einfach mehr Umsatz haben, damit ich noch mehr Mitarbeiter einstellen kann, weil ich eben selber so stark noch eingebunden bin, ja, damit du eben noch mehr Mitarbeiter einstellen kannst, die dich entlasten, ja, oder du einfach sagst, ich will jetzt Vollgas geben, ich will noch weitere Standorte aufbauen und ich will einfach jetzt noch mehr Kunden generieren. Ja, wenn das bei dir der Fall ist und du eben auch sagst, ich möchte nicht eben kleinere Sachen, kleinere Brötchen backen, sondern ich will eben auch die dicken Fische, dabei können wir dir helfen. Ja, wenn das für dich interessant ist, dann schau mal hier unter dem Video, da findest du unsere Internetadresse, das ist www.am-beratung.de und dort kannst du dich eintragen. Dann können wir mal zusammenschauen, was du genau vorhast, ja, wie viele Kunden du in Zukunft mehr machen möchtest im Monat. Und dann schauen wir, ob wir da zusammenpassen. Wir können dir auf jeden Fall da schon mal wertvolle Insights und Tipps mit an die Hand geben, wie du das auch eben übers Internet schaffen kannst. Und ja, ich freue mich, wenn das Video für dich interessant war. Wenn es dir gefallen hat, dann gib gerne den Daumen hoch oder schreib mir auch gerne eine Frage in die Kommentare, wenn du Fragen dazu hast oder das auch anders siehst. Bin ich gerne bereit, mit dir da auch in den Kommentaren drüber zu sprechen. Und ja, in diesem Sinne, melde dich gerne bei uns und ich wünsche dir noch einen geilen Tag. Bis dann. Ciao.